Am Tag vor dem großen Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern steigt das Champions League-Fieber in beiden Lagern. Eine Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac liefert womöglich neue Informationen rund um die mögliche Aufstellung der Münchner. In der Bundesliga will Tabellenführer Borussia Dortmund bei Schlusslicht Nürnberg die Negativserie stoppen und in der 2. Bundesliga hat Darmstadt 98 Trainer Dirk Schuster entlassen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige, das ist passiert, FCB zunächst ohne Ribéry und Boateng nach Liverpool, Bayern München ist am Montag ohne Jerome Boateng und Frank Ribéry zum Champions League Kracher beim FC Liverpool aufgebrochen. Die beiden Topstars fehlten im Kader der Mannschaft von Trainer Niko Kovac für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag an der berühmten Anfield Road. Allerdings wird Frank Ribéry, der in der Nacht auf Montag Vater geworden ist, wohl nach Liverpool nachreisen. Zum Bericht Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Gast im Check 2-4 Doppelpass am 24. Februar ab 11 Uhr live im TV auf Sport 1. Clublegenden rechnen mit FCN ab der 1. FC Nürnberg steht vor dem Heimspiel gegen den BVB mit dem Rücken zur Wand. Bei Sport 1 üben zwei frühere Clubhelden harsche Kritik an den Bossen. Zum Bericht Schlierenzauer nicht bei WM dabei. Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer, 29, ist vom österreichischen Skiverband ÖSV nicht für die Heim-WM in Seefeld nominiert worden. Stattdessen geht Österreich mit einem Sextett bestehend aus Titelverteidiger Stefan Kraft, Daniel Huber, Michael Heiber, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner und Jan Höll in die Wettbewerbe. Zum Bericht Kerber rutscht in Weltrangliste weiter ab. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist trotz ihres Halbfinaleinzugs beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Doha in der Weltrangliste um eine Position nach unten gerutscht. Die 31-Jährige, die in Katars Hauptstadt ihren ersten Finaleinzug auf der WTA-Tour seit ihrem Triumph auf dem heiligen Rasen in London verpasst hatte, belegt im am Montag veröffentlichten WTA-Ranking den 7. Rang. Zum Bericht Hoeneß heiß auf Liverpool. Bayern-Präsident Uli Hoeneß blickt dem Duell des FC Bayern mit dem FC Liverpool mit großer Vorfreude entgegen. Er sieht das Spiel auch als Gradmesser für die eigene Qualität. Zum Bericht Klopp warnt vor gefährlichen Bayern-Teammanager. Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag zu Hause gegen Bayern München höchsten Respekt vor dem Gegner geäußert. Zum Bericht Darmstadt entlässt Schuster. Der abstiegsbedrohte Zweitligist Darmstadt 98 zieht die Reißleine und entlässt seinen einstigen Erfolgstrainer Dirk Schuster. Zum Bericht Rosberg schwärmt von Schumacher. Nico Rosberg warnt Sebastian Vettel vor seinem neuen Teamkollegen. Mick Schumachers Aufstieg freut ihn, aber der Druck könnte gefährlich werden. Zum Bericht Alofs bringt sich bei Schalke ins Gespräch. Sportvorstand Christian Heidel ist beim FC Schalke in die Kritik geraten. Ein möglicher Nachfolgekandidat soll Klaus Alofs sein, sein Interesse dementiert er nicht. Zum Bericht Staatsbegräbnis für Nykänen. Matti Nykänen wird in Finnland eine seltene Ehre zuteil. Der verstorbene frühere Weltklasse-Skispringer erhält in seinem Heimatland ein Staatsbegräbnis. Zum Bericht Bauer verlängert bei Sauerland. Leon Bauer wird seine nächsten Karriereschritte zusammen mit dem Team Sauerland bestreiten. Der Boxer verlängert seinen Vertrag vorzeitig. Zum Bericht, das passiert heute, Bundesliga 22.
Spieltag Dortmund muss zum Tabellenschlusslicht nach der bitteren CL-Pleite bei Tottenham Hotspur muss sich Borussia Dortmund jetzt schnell aufrappeln und wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Beim ersten FC Nürnberg zählt nichts anderes als ein Sieg, sonst wäre Bayern München nur noch 2 Punkte hinter den Dortmundern. Bundesliga 22. Spieltag, 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, ab 20.30 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, FA Cup Achtelfinale, FC Chelsea, Manchester United. Im Achtelfinale des FA Cups kommt es zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams FC Chelsea und Manchester United. Nachdem die Traditionsteams mit der Meisterschaft wahrscheinlich nichts zu tun haben, ist der FA Cup eine große Chance, diese Saison trotzdem einen Titel zu gewinnen. FA Cup 5 Runde, FC Chelsea, Manchester United, ab 20.30 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, Serie A, 24. Spieltag, AS Rom empfängt den FC Bologna. Der AS Rom braucht gegen den FC Bologna unbedingt einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Champions League-Plätze zu verlieren. Mit einem Sieg wäre die Roma wieder auf einen Punkt an den AC Mailand auf Rang 4 herangerückt. Der FC Bologna hingegen ist unter Siegzwang im Abstiegskampf. Serie 24. Spieltag, AS Rom, FC Bologna, ab 20.30 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, Bayern PK live, der Kovac-Plan gegen Klopp. Der FC Bayern ist in Liverpool gelandet und richtet den Fokus ab sofort voll auf die Champions-League-Partie bei den Reds. Einen Tag vor der Partie stehen Trainer Niko Kovac und Thiago Rede und Antwort Sport1.de berichtet vor der Pressekonferenz der Bayern live. Zum Live-Ticker, das müssen Sie sehen. Bundesliga aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Bundesliga aktuell ab 19.30 Uhr live auf Sport 1 im Free TV und Livestream. NHL, Calgary Flames, Arizona Coyotes, die stärkste Eishockey-Liga der Welt, live auf Sport 1. Der Pay-TV-Sender überträgt in der Spielzeit 2018-19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-7-Modus. NHL, Calgary Flames, Arizona Coyotes, ab 22.00 Uhr live auf Sport 1. Goal. Das internationale Fußballmagazin in Goal. Das internationale Fußballmagazin gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen. Goal, das internationale Fußballmagazin, ab 23.00 Uhr live auf Sport 1 im Free TV und Livestream. 3. Liga pur, 24. Spieltag 3. Liga pur bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Der 24. Spieltag stand ganz im Zeichen des Südwestderbys zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. 3 Liga pur, ab 23.30 Uhr live auf Sport 1 im Free TV und Livestream. Das Videoschmankerl für Dirk Nowitzki hätte sein letztes All-Star-Game im Team Giannis kaum besser laufen können. Punkt. Am Ende fehlt nur der Sieg über Team Lieberen.